Willkommen, liebe Zuhörer, Zugucker und Zuleser, wer meinen Blog liest. Eisrezension, was soll ich sagen, es wurde zur Gewohnheit. Wieder ein Mövenpick, nachdem es zuletzt die limitierte Gourmet-Edition gab, Pistazie, weiße Schokolade, was ein Reinfall war, habe ich jetzt hier, weil meine Ma wollte das testen, hat sie sich das geholt und ich darf jetzt hier aber unboxen und mir etwas davon wegnehmen und das dann nachher rezensieren. Von da bin ich jetzt sogar auch in einer anderen Küche, nämlich bei meiner Ma. Werde das aber hier unboxen, damit ich mir dann selber was einpacke, mitnehme und meiner Ma den Rest hier lasse. Eine Sorte, die ich selber aber auch interessant finde, und zwar Ahorn-Walnuss, Mövenpick, feine Eiskreation. Ahorn-Walnuss mit karamellisierten Walnuss und Ahornsirup. Es wird also eine süße Angelegenheit, hoffentlich mal nicht so geschmacksschwach wie sonst. Was steht drauf? Aromatisch geröstete und karamellisierte Walnüsse und die Verfeinerung mit Ahornsirup geben diesem zart schmelzenden Eis seinen unverwechselbaren Geschmack und einzigartigen Charakter. Joa, sind wir mal gespannt, ohne künstliche Aromen und Farbstoffe. Was ist so drin? 900 Milliliter, 471 Gramm, also quasi wieder doppelte Menge Luft wie Grammzahl. Kalorienmäßig ordentlich. Liegt daran, dass hier mal mehr Fett drin ist, was vermutlich an den Nüssen liegt, an den Walnüssen, weil der Zuckergehalt eigentlich vergleichbar ist. Was haben wir nämlich denn drin? Ahornsirup, 9,5% Walnüsse, das ist echt nicht schlecht, da bin ich gespannt drauf. Sonst haben wir die üblichen Sachen wie entrahmte Milch und so weiter, also nicht Sahne, sprich hier kommt das Fett nicht von der Sahne wie bei Ben & Jerry's und auch nicht von der kondensierten Milch, sondern wirklich von den Walnüssen wohl. Walnüsse, Kokos und Molken erzeugen Ahornsirup ist drin, das ist schon mal schön, also kein Ahornsirup-Aroma oder irgendwas, wobei Aromen sind auch drin. Okay. Dann fragt sich jetzt, wie viel Geschmack des Ahorns ist Ahornsirup und wie viel davon ist Aroma? Wobei ich jetzt nicht weiß, woher das Aroma kommt, vielleicht auch Vanille. Was auch immer. Einhändig unboxen. Joa. Oh, richtig schön mit Deko. Und da frage ich mich, warum das bei der Limited Edition nicht ging. Da waren keine Pistazien drauf. Sieht super aus. Also optisch, was heißt super? Cremissimo sieht schon schön aus, aber hier oben die karamellisierten Walnüsse, das sieht schon toll aus. Ein schöner Anblick. Ja, ich werde mir was wegklauen und melde mich dann beim Testen wieder. Also bis dahin. Tschüss. Also bis gleich, eher gesagt. Bin ich wieder in meiner Bude. Ihr habt mitgekriegt, wie ich Eis in einer anderen Küche war und das Eis dort von meiner Ma abgezwackt habe. Das habe ich nach Hause transportiert, habe es hier schon antauen lassen, eine Schüssel, eine kleine Portion davon. Was mir schon mal sehr gut gefiel, waren die kandierten Nüsse. Die sehen sehr gut aus. Ich habe leider gerade ziemlich schlechte Lichtverhältnisse, weil es draußen so dunkel ist. Ich hoffe, man kann es sehen. Die sehen sehr gut aus, schön karamellisiert. Da das bekanntlich aber sehr süß ist, werde ich jetzt erstmal die Hauptmasse testen, weil sonst überdeckt das den Geschmack. Schön cremig, luftig. Aha, sieht gut aus. Testen. Ja, Walnuss ist da. Süß. Leichte Röstaromen noch nicht so. Ja, es ist auf jeden Fall viele so kleine Stücke auch scheinbar drin oder auch größere hier. Nur mal testen. Ups. Oh, wo ist es? Wo ist es abgeblieben? Hier, mit einer Walnuss dran. Ja, kann man essen. Jetzt eine karamellisierte Walnuss. Ja. Ich werde mich durchbuddeln und melde mich dann nachher nochmal spätestens mit dem Fazit. Bis jetzt ist soweit okay. Die Walnüsse, ja, schön röstig, deutlich nach Walnuss, aber allgemein nicht so stark nach Walnuss, dass Eis. Der Schmelz ist super, da kann man wieder nichts sagen. Das ist toll, also der ist gut. Und überall Walnuss drin, aber nicht geschmacklich jetzt nicht so intensiv. Wir werden sehen. Bis gleich. Ich kann mich hier schon mit einem Fazit wieder zurückmelden, weil ich das Eis gleich einfach essen kann.
damit ich alles gleich weiter essen kann. Ja, wie ich schon gesagt habe, also schön viele Nüsse drin, das ist gut. Der Schmelz ist auch gut, nur an sich schmeckt das Eis nicht so stark nach Walnuss. Das könnte ein bisschen intensiver sein. Die Süße ist angenehm. Es soll angeblich auch Ahornsirup drin sein. Den kann ich jetzt nicht rausschmecken. Man schmeckt höchstens, dass es so etwas süßer ist als sonst. Aber irgendwie Ahornsirup richtig? Nö. Schön ist, dass diese, also die Nüsse, die oben drauf sind, die sind schön geröstet, fast schon, also die haben ordentliches Röstaroma, sind aber allerdings auch sehr weich, das ist schade. Nicht so knusprig karamellisiert. In der Eismasse an sich ist viel kleine Stücke drin, das kann man überall sehen, da ist ordentlich was drin, da kann man nicht meckern. Aber an sich ist halt das Eis an sich jetzt nicht so super gut, finde ich. Ich würde dem Ganzen vielleicht eine 3 minus geben, so vom Geschmack, weil ja, es schmeckt mir einfach zu wenig nach Walnuss und Ahornsirup. Und ja, hervorzuheben sind aber schön Einlage drin, die Nüsse. Und obendrauf die Dekonüsse, die waren auch nochmal ganz besonders toll. Der Schmelz ist gut, man sieht, es läuft hier fast schon weg. Aber geschmacklich ist die Hauptmasse einfach zu schwach, mal wieder. Okay, ich danke euch fürs Zusehen und bis demnächst. Und ich werde jetzt mich wohl mal auf vernünftige Eissorten konzentrieren, weil die letzten Male bin ich nur noch enttäuscht worden. Das ist irgendwie für'n Arsch. Also, bis dann. Danke. Tschö.